Herzlich willkommen! In diesem Video zeige ich Ihnen eine absolut geniale und kostenlose Software, wie Sie diese bekannten und berühmten Bildschirmaufnahmen machen können. Und darüber hinaus zeige ich Ihnen auch noch einen Trick, wie Sie diese unendlich lang gestalten können. Bleiben Sie dran! Ja, auch jetzt an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen zum Video und jetzt geht's richtig los. Ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie völlig kostenlos mit einer kostenlosen Software tolle Videos aufnehmen können von Ihrem Bildschirm und diese dann auch auf YouTube hochladen können. Wir gehen das jetzt Schritt für Schritt durch. Ich sage jetzt nochmal, es ist alles völlig kostenlos, aber einige Schritte muss man beachten. Es gehört eine Kleinigkeit installiert, aber dann läuft das. Wenn das einmal aufgesetzt ist, dann funktioniert das Ganze und genau das zeige ich Ihnen jetzt, wie wir das machen. Die Software, die wir nutzen, nennt sich Jing. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Das ist von der Firma Techsmith. Techsmith ist wirklich ein renommiertes Unternehmen für alles, was für Bildaufnahmen und Videoaufnahmen bekannt ist, und von denen ist dieses Tool. Mit Jing kann man nicht nur Videos aufnehmen, sondern auch Screenshots machen und sofort Texte einfügen und so weiter. Jing kann wirklich vieles, aber es geht ja hier rein um das Video machen und wenn Sie es mal installiert haben, können Sie ja damit rumspielen. Es ist wirklich einfach, man muss es nur einmal runterladen. Ich befinde mich jetzt schon hier auf der Seite, wo man das downloaden kann. Den Link finden Sie dann übrigens unter dem Video in der Videobeschreibung. Das ist jetzt techsmith.de/jing.html. Das ist, dann kommen Sie auf diese Seite. Hier gehen Sie einfach auf den Gratis-Download und dann ja, installieren Sie es einfach. Ich denke, das muss ich jetzt nicht zeigen. Folgen Sie einfach den Schritten, dann haben Sie Jing installiert. Ja. Jetzt ist das Ganze so, wenn Sie Jing installiert haben, dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie haben hier oben diese Kugel, die immer auf Ihrem Desktop ist. Das war mir lieber, dann öffnen sich hier diese anderen drei Möglichkeiten, da gehen wir jetzt dann gleich drauf ein. Oder Sie können es auch einfach an Ihre Taskleiste anfügen, ohne dass dann diese, wenn Sie drüber fahren, diese drei anderen Buttons erscheinen. Das können Sie machen, wie Sie wollen, das kann man dann alles noch einstellen. Ich habe es so gemacht, weil es mich einfach nicht stört, wenn es so ist. Ja, und alles, was Sie dann tun müssen, ist folgendes. Ich mache jetzt mal hier dieses Fenster zu. Sie gehen einfach auf die Kugel, dann gehen Sie hier auf Links, auf Capture. Da klicken Sie einfach mit der linken Maustaste drauf und dann erscheint dieses Fadenkreuz. Und von dieser Stelle an, Entschuldigung, wo Sie die linke Maustaste drücken, ich zeige Ihnen das jetzt mal, klack, und wenn Sie die Maustaste gedrückt lassen, dann können Sie einfach den Bereich, den Sie abfilmen oder abfotografieren möchten, markieren. Das zeige ich Ihnen jetzt, also ich habe jetzt diesen Bereich markiert. Jetzt lasse ich los und jetzt erscheint hier unten dieses Menü. Hier kann ich jetzt auf Capture Image oder auf Capture Video und das wollen wir jetzt machen. Und wenn Sie da draufklicken, dann haben Sie noch 3 Sekunden, bevor das Video die Aufnahme beginnt. Ich zeige Ihnen das jetzt mal. Ich klicke jetzt hier drauf. Es zählt runter von 3. So, ich nehme jetzt hier ein Video auf, das wir dann auch auf YouTube hochladen werden. Das, was ich jetzt spreche, hört man bereits schon im Video. Ja, hallo, das ist jetzt das Video. Ich mache jetzt, dass sich auch hier noch ein bisschen was bewegt, den iTalk24 auf. Da ihr seht, dass auch mal hier eine Bewegung drin ist im Video. Dauert es ein klein wenig. Aber jetzt sehen wir schon, jetzt öffnet sich das Fenster. Übrigens auch ein tolles Tool vom Norbert Kläuber, nutze ich sehr gerne, mache ich jetzt aber wieder zu. So, und das Video werde ich auch jetzt wieder beenden, weil es nur zu Testzwecken dienen soll. Alles, was Sie dann zu tun haben, ist hier auf diesen Button gehen, Finish. Da klicke ich jetzt wieder drauf, Finish. Jetzt sehe ich hier sofort die Vorschau. Ich halte jetzt mal die Klappe und klicke auf Play, damit Sie gleich sehen, dass das funktioniert hat. So.
Ich nehme jetzt hier ein Video auf, das wir dann auch auf YouTube hochladen werden. Das, was ich jetzt spreche, hört man bereits schon im Video. Ja, hallo, das ist jetzt das Video. Ich mache jetzt, dass sich auch hier noch ein bisschen was bewegt, den iTop 24 auf. Ihr seht, dass auch mal hier eine Bewegung drin ist im Video. Das ist ein klein wenig. Aber jetzt sehen wir schon, jetzt öffnet sich das Fenster. Übrigens auch ein tolles Tool von Norbert Kloiber, nutze ich sehr gerne, mache ich jetzt aber wieder zu. So, das Video werde ich auch jetzt wieder beenden, weil sie nur zu Testzwecken dienen soll. So, Alles, okay, was das Sie dann zu war's. tun haben. Ich stoppe das jetzt an dieser Stelle. Alles, was Sie jetzt zu tun haben, ist auf Save zu gehen. Ich habe hier schon den Zielordner festgelegt. Das nenne ich jetzt einfach Jing Test Video. Speichern. Okay, das ist jetzt erledigt. Sie sehen auch jetzt hier, wenn Sie wieder auf den Jing-Button gehen in der History, da haben wir jetzt unser Video. Das kann man sich hier wieder ansehen. Das ist jetzt genau der gleiche So, Punkt, ich nehme jetzt wo hier wir ein das Video auf, Ganze das wir zuerst dann hatten. auch auf YouTube hochladen Und werden. das Video ist somit fertig. Ich klicke das jetzt aber weg. Jetzt haben wir hier nur ein Problem. Jing erstellt eine Datei, die leider von YouTube nicht unterstützt wird, nämlich die SWF-Datei. Die kann YouTube nicht verwenden und darum brauchen wir noch eine andere kleine Gratis-Software, die uns dieses SWF in eine brauchbare YouTube-Datei umwandelt. Auch diese Seite gibt es, das zeige ich Ihnen, das habe ich jetzt schon geöffnet. Da gibt es die Seite freeswsconverter.com. Das ist dann diese Seite. Den Link finden Sie übrigens auch unter dem Video in der Beschreibung. Auch bitte dieses Gratis-Programm einfach hier downloaden, indem Sie auf den Button klicken und installieren. Das ist wirklich ganz, ganz einfach, das nur einmal zu machen. Wenn Sie das getan haben, dann haben Sie auch hier einen Button. Ich habe sie schon am Desktop gespeichert. Da klicke ich jetzt zweimal drauf. Diesen Konverter kann man sich jetzt noch kurz was erklären lassen. Das klicke ich jetzt aber weg. Und dann ist alles, was Sie zu tun haben, auf Open. Jetzt öffnet mir der SWF-Konverter wieder diesen Ordner, wo ich das gespeichert habe. Klicke hier auf das Jing-Test-Video. Das ist genau dieses Video, das wir gerade erstellt haben. Klicke auf Öffnen. So, jetzt habe ich das Jing-Test-Video jetzt hier drinnen. Sehen, das können Sie sich So, jetzt ich hier nehme jetzt hier ein ansehen. Video auf, das wir dann auch auf YouTube hochladen werden. Jetzt auf Stopp und wieder zurück. Alles, was Sie jetzt tun müssen, ist erstens, beim ersten Mal, wenn Sie das nutzen, gehen Sie hier auf die Settings und Sie müssen das hier umstellen von Xvid, so ist es grundsätzlich drinnen, auf dieses MPEG. Das stellen Sie um, okay, denn das kann YouTube unterstützen. Und dann machen Sie einfach noch Folgendes: Sie gehen auf Capture. Wenn ich da jetzt draufklicke, dann geht nochmal das alles von A bis Z durch und dann wird es konvertiert, wenn ich auf Finish klicke. Also ich klicke jetzt hier auf Capture. So, ich nehme jetzt hier ein Video auf, das wir dann auch auf YouTube hochladen werden. Das, was ich jetzt spreche, hört man bereits schon im Video. Ja, hallo, das ist jetzt das Video. Ich mache jetzt, dass sich auch hier noch ein bisschen was bewegt, den iTop 24 auf. Ihr seht, dass auch mal hier eine Bewegung drin ist im Video. Das ein klein wenig. Aber jetzt sehen wir schon, jetzt öffnet sich das Fenster. Übrigens auch ein tolles Tool von Norbert Kloiber, nutze ich sehr gerne, mache ich jetzt aber wieder zu. So, das Video werde ich auch jetzt wieder beenden, weil sie nur zu Testzwecken dienen soll. Alles, was sie dann zu tun haben, ist hier auf diesen Button gehen, Finish. Da klicke ich jetzt wieder drauf. So, und dann auf Finish klicken, wenn es vorbei ist. Das müssen Sie allerdings ziemlich genau erwischen. Ich weiß, das ist ein bisschen blöd, aber es funktioniert. So, dann hat Ihnen jetzt
Dann hat Ihnen jetzt dieser SVF-Konverter das Video erstellt. Ich klicke jetzt hier auf Close. Es ist fertig in diesem Fall. Kann ich jetzt hier zumachen. Und jetzt gehe ich einfach noch auf YouTube. Ich bin jetzt hier schon eingeloggt bei mir, gehe auf Hochladen. Jetzt hier auf nicht gelistet, denn ich werde das Video dann auch nicht verwenden. Ich bin jetzt hier im Ordner des Flash SVF Converter. Bin jetzt hier beim Jing Test Video 1. Sie sehen, das ist jetzt schon eine umgewandelte Datei. Das öffne ich. Und jetzt ladet mir YouTube bereits diese Datei hoch. Während das jetzt hochgeladen wird, gebe ich Ihnen noch einen anderen Tipp. Dieses Jing Video Converter, der kann nur bis zu 5 Minuten aufnehmen. Das ist ein kleines Manko, also es gehen nur 5 Minuten. Und ja, man hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man hält sich einfach kurz, dass man alles, was man erklären will, in den 5 Minuten hier reinpackt. Oder es gibt noch die zweite Möglichkeit. Das ist jetzt der Trick, den ich am Anfang versprochen habe. Es gibt nämlich die Möglichkeit, den YouTube Video Editor zu benutzen. Da kann man mehrere Videos hintereinander rein. Ich habe schon mal ein extriges Video dazu gemacht. Den Link sehen Sie jetzt hier eingeblendet. Da können Sie dann noch zusätzlich draufklicken und sich das ansehen, wie das funktioniert. Das ist auch ganz einfach. Alles, was Sie tun müssen, ist, Sie machen einfach mehrere kleinere Videos mit Jing. Sie unterbrechen einfach da, wo die 5 Minuten vorbei sind, kurz Ihre Sprache, vielleicht ein paar Sekunden vorher, und dann starten Sie einfach im neuen Video genau dort, wo Sie aufgehört haben. Und mit dem YouTube Video Editor können Sie dann diese Videos ganz einfach aneinanderreihen und ein Gesamtes machen. Das ist der ganze Trick. Also alles kostenlos und man muss sich einfach nur zu helfen wissen. So, das Video ist jetzt fertig. Ich klicke jetzt hier auf Fertig. Jetzt sehen wir uns mal an, ob das funktioniert hat. Klicke jetzt hier auf den YouTube-Link. So, ich nehme jetzt hier ein Video auf, das wir dann auch auf YouTube hochladen werden. Das, was ich jetzt spreche, hört man bereits schon im Video. Ja, hallo, das ist jetzt das Video. Ich mache jetzt, dass sich auch hier noch ein bisschen was bewegt, den iTalk 24 auf. Wir sehen, dass auch mal hier eine Bewegung drin ist im Video. Jetzt ein klein wenig. Aber jetzt sehen wir schon, jetzt öffnet sich das Fenster. Übrigens auch ein tolles Tool von Norbert Klo. Okay, Sie sehen, es hat funktioniert. Ein kleines Manko ist vielleicht jetzt noch, dass man eben bei diesem SVF-Converter dieses Wasserzeichen hier drinnen hat. Das ist ein bisschen schade, aber was soll's, es würde auch eine Pro-Version geben, aber die ist dann wieder, ja, die ist dann natürlich wieder kostenpflichtig, dann ist dieses Wasserzeichen weg. Aber im Großen und Ganzen denke ich, kann man damit leben. Wenn man hier wirklich etwas zeigen will und etwas erklären will, dann reicht das, denke ich, jetzt mal völlig aus. Ja, das war's jetzt zu diesem Tutorial. Ich hoffe, es war hilfreich, dass Sie hier wirklich Ihre Videos aufnehmen können. Und es ist völlig kostenlos und einmal aufgesetzt eine tolle Sache. Ja, wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann hinterlassen Sie mir bitte hier ein Gefällt mir auf YouTube. Gerne können Sie mir auch Ihre Kommentare posten mit Ihren Erfahrungen, die Sie gemacht haben mit Jing. Und vor allem abonnieren Sie meinen Kanal. Sie finden hier irgendwo einen Link, wo Sie das mit einem einzigen Klick machen können. Dann bekommen Sie immer wieder die Updates von mir, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Gut, das war's jetzt von mir. Bis zum nächsten Video. Wiedersehen. Ja, ich hoffe, dieses Video war jetzt hilfreich für Sie und ich hoffe auch, dass Sie das sofort in die Tat umsetzen und solche Videos produzieren mit dieser genialen Software. Zum Abschluss dieses Videos bin ich jetzt noch ein bisschen neugierig. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie solche wirklich hochprofessionellen Videos erstellt werden, wo diese Männchen über den Bildschirm laufen, die etwas erklären, so Hallo, das ist Susi und so weiter, oder wie einfach Produkte und Dienstleistungen richtig professionell gestaltet werden? Haben Sie sich das schon einmal gefragt? Und wäre es okay für Sie, wenn ich Ihnen zeige, wie man das ganz einfach machen kann? Wenn das für Sie okay ist, dann klicken Sie jetzt auf dieses Video und ich zeige Ihnen eine
brandneue Software, die so genial ist, wie Sie das wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Mir ging es zumindest so. Ich bin immer noch absolut begeistert. Ich habe jetzt schon viele Videos mit dieser Software produziert. Man kann auf einfachste Art und Weise, wirklich auf einfachste Art und Weise, diese Erklärvideos, diese Animationsvideos erstellen. Es ist alles fix und fertig. Man braucht nur noch seine eigenen Inhalte, seine Texte und so weiter einfügen. Und dann hat man echt geniale Videos, wo ihre Konkurrenz glauben wird, dass sie das von einer Agentur erstellen lassen haben. Wie gesagt, klicken Sie jetzt auf das Video, dann kommen Sie zu einem Tutorial von mir, wo ich Ihnen einmal grundsätzlich diese Software vorstelle. Und dann haben Sie immer in dem jeweiligen Video die Möglichkeit, einen weiteren Link zu klicken, um die Tutorials im Detail dann zu sehen, wo ich wirklich ins Detail gehe, wo Sie dann genau sehen, was Sie damit bekommen. Und Sie haben auch unter dem Video, unter dem jeweiligen immer dann die Möglichkeit, diese Software für ganz, ganz kleines Geld zu erwerben. Ich sage mal, wenn Sie mit Ihren Lebensgefährten oder mit Ihrer Partnerin einmal essen gehen, dann kostet Sie das wahrscheinlich mehr. Also klicken Sie jetzt auf dieses Video und sehen Sie sich sofort das erste Tutorial an. Und ja, mehr bleibt mir nicht dazu zu sagen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.